Bischof seine Sicherung immer noch nicht reingeschraubt hat. Deshalb sieht man das so schlecht. Was ich aber von hier vorne sehe, ist, dass der gesamte Domplatz proppenvoll ist. Das kann ich euch versprechen. Und nicht nur der Domplatz, sondern auch die gesamte Domtreppe, die sich da hochzieht. Und wenn man dann noch bedenkt, dass nach Informationen gleichzeitig heute in Halle eine Demonstration stattfindet mit mehreren tausend Menschen, kann man sich vorstellen, was auf Deutschlands Straßen los ist. In dem Zusammenhang begrüße ich schon jetzt auch alle wieder von weit her Angereisten. Nach meinen Abmoderationen bekomme ich dann immer die Mitteilung, aber wir waren auch noch da und wir waren noch weiter. Ich begrüße alle sehr herzlich, die von weiter weg als Erfurt-Zentrum gekommen sind. Herzlich willkommen in Erfurt. Insbesondere, einmal hebe ich hervor, insbesondere Besucher aus Hamburg, die sehr aktiv sind. Aber auch die anderen, die werde ich dann bei den nächsten 16 Demonstrationen, gehe ich die Bundesländer dann einzeln durch. Meine Damen und Herren, nachdem Frauke Petri aus Termingründen abgesagt hat und auch Wolfgang Petri nicht erscheinen wollte oder konnte, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, einen ordentlichen Redner hier auf die Bühne zu bekommen. Ich begrüße Stefan Möller. Dankeschön, Stefan Brandner. Ich habe zwar nicht ganz so viele Haare auf dem Kopf wie Wolfgang Petri, aber es ist schön, dass ihr mir zuhört. Ja, liebe Freunde, eigentlich wollte ich heute gar keine Rede halten, aber was mich hier ans Mikrofon treibt, ist ein heute Nachmittag bekannt gewordener weiterer infamer Versuch, die AfD zu diffamieren. Die Chefs der drei großen Polizeigewerkschaften, nämlich der Bund Deutscher Kriminalbeamter, die Deutsche Polizeigewerkschaft und die Gewerkschaft der Polizei, das sind also zwei verschiedene, haben die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz gefordert. Was diese drei Persönlichkeiten, diese Vorsitzenden mit dem Thüringer Beamtenbund gemeinsam haben, der ja vor zwei Wochen schon so ein ähnliches Attentat auf uns verübt hat, das ist das Fehlen von Argumenten. Am unbefangensten gibt das noch der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, der Herr Neumann, zu, indem er nämlich im Grunde davon spricht, dass das besonders Gefährliche an der AfD das sei, dass man ihr keine Verfassungsfeindlichkeit nachweisen könne. Hört, hört! Und weil das so ist, müsse man eben den notwendigen politischen Willen aufbringen, die Gesetzesgrundlagen zu ändern. Dass man eben also auch eine Partei, bei der keine verfassungsfeindlichen Tendenzen erkennbar sind, trotzdem beobachten und überwachen kann. Liebe Freunde, es ist ein Armutszeugnis, dass die nicht belegbare Verfassungsfeindlichkeit der AfD oder ihrer leitenden Funktionäre dadurch ersetzt werden soll, dass man die Forderung mit dem Hinweis verknüpft, notfalls müsse man eben den erforderlichen oder den notwendigen politischen Willen aufbringen, entsprechende Rechtsgrundlagen zu schaffen. Wer derartiges fordert, offenbart ein ganz krudes Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Denn eins ist doch klar, vor allem uns in Deutschland ist das klar, mit dem notwendigen politischen Willen kann man alles. Da kann man selbstverständlich die Überwachung und die Unterdrückung und Ächtung von Vertretern unbequemer politischer Meinung herbeiführen. Dafür gibt es in der deutschen Geschichte genug Beispiele, wie sowas funktioniert. Und Fakt ist, dass es trotz all dieser politischen Diffamierungsversuche nicht gelingen wird, der AfD verfassungsfeindliche Zielstellungen nachzuweisen. Die gibt es nämlich einfach nicht. Denn schließlich ist es nicht die AfD, die durch Rechtsverstöße auffällt, wie zum Beispiel den Verstoß gegen die No-Bail-Out-Klausel bei der Euro-Rettungspolitik oder gegen die Dublin-Verordnung im Rahmen der Asylkrise. Die AfD hat sich
Im Gegenteil, stets für die Einhaltung rechtsstaatlicher Regeln stark gemacht und immer wieder den Verfassungsrang des Rechtsstaatsprinzips betont, welches aber von der Bundesregierung und dieser Landesregierung, ich sage nur Winterabschiebestopp, willkürlich missachtet wird. Und weiterhin ist die AfD eine der wenigen in den deutschen Parlamenten vertretene politische Partei, die sich für mehr direkte Demokratie einsetzt und damit für eine Stärkung des verfassungsrechtlichen Demokratieprinzips einsetzt. Zudem hat die AfD ein in sich geschlossenes Lösungskonzept für die Asylkrise entworfen, mit welchem auch das Asylrecht, was ja auch Verfassungsrang hat, im Kern erhalten bleiben kann und im Übrigen auch noch durch ein modernes Zuwanderungsrecht ergänzt wird, welches sich nämlich an den Interessen unseres Landes orientiert. Und damit ist auch eins klar, die AfD grenzt nicht aus. Die AfD grenzt insbesondere Ausländer nicht aus. Denn die AfD verfolgt auch in Thüringen das Konzept eines modernen, integrierenden Nationalstaats. Und mit diesem Konzept haben wir Wahlen gewonnen. Und die Zustimmung, die kam nicht aus den Reihen der NPD oder NPD-Wähler. Die kam aus den Reihen enttäuschter CDU-Wähler, SPD-Wähler, FDP-Wähler und Linker. Und gerade die AfD in Thüringen hat stets betont, dass sich ihre Demonstration, so wie diese hier heute Abend, nicht gegen Menschen, nicht gegen Asylbewerber, nicht gegen Ausländer richtet, sondern gegen Rechtsbrüche und eine verfehlte Politik der offenen Grenzen von der Bundes- und der Landesregierung. Wir werden daher wie bisher keine Demonstration vor Asylbewerbereinrichtungen durchführen, sondern immer da, wo wir auf neutralem Grund die Politik dieser Politikversager anprangern können. Und ich sage es auch ganz offen, alle Behauptungen eines Näheverhältnisses oder einer Kooperation zwischen AfD und NPD sind politisch motivierte Diffamierungsversuche. Sie zielen darauf ab, der AfD und Ihnen das Versammlungsrecht deshalb abzusprechen, weil einige wenige rechtsextremistische Gruppierungen diese Demonstration in der Vergangenheit versucht haben, für ihre Zwecke zu nutzen und weil das natürlich bei einer so gigantischen Teilnehmerzahl nie vollständig unterbunden werden kann. Was den Gegnern von uns am Ende bleibt, ist die verzerrte, aus dem Zusammenhang gerissene Äußerung, die dadurch zum politischen Kampfmittel wird, dass man sie bewusst mit einem anderen Kontext, vorzugsweise dem des Dritten Reichs, versieht. Wer die politische Auseinandersetzung mit diesen unredlichen Mitteln führt, braucht sich nicht über die Spaltung der Gesellschaft ereifern. Vielmehr soll er sich fragen, wie stark man politische Meinungen durch die Absenkung von Überwachungsschranken und durch die Versuche der sozialen Ächtung von Andersdenkenden einschränken kann, bis man in einem autoritären Überwachungsstaat à la Orwell aufwacht. Deswegen bitte ich euch alle, lasst euch nicht von diesen Diffamierungsversuchen von Justizminister Dieter Lauinger oder diesen drei Vorsitzenden der Polizeigewerkschaften beeindrucken. Lasst sie wissen, dass ihr weiterhin mit uns demonstrieren geht für eine vernünftige Asylpolitik. Lasst sie wissen, dass wir normale Bürger, dass hier normale Bürger dieses Landes stehen, Demokraten, und zeigt bitte diesen Initiatoren dieser Schmutzkampagnen, dass ein solch unredliches Vorgehen nicht zum Erfolg führt. Vielen Dank.